Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen Goliath weiter. Ja, wir sind jetzt wieder in diesem Biom und wir müssten wieder zu dieser Ratte, weil wir haben ja von den Schneeleoparden die Herzen besorgt. 10 Stück waren das. Und ja, jetzt müssen wir eben mit dem angeblichen Rattenkönig weitersprechen. Ich glaube natürlich nicht, dass es der Rattenkönig ist, weil irgendwie sagt jede Ratte, er sei der König, aber okay. Was wohl dann mit dem eigentlichen Führer der Ratten passiert ist, erfahren wir dann mit Sicherheit noch. Ah, Mensch, bist du zurück? Haben sie alle Herzen blutig und ekelhaft? Ja, hier sind sie. Ja, genau so sind sie. Sehr ekelhaft. Diese eignen sich besonders gut für das Serum. Lieber hartherziger menschlicher Freund. Ich bin mir sicher, dass sie es zu einem bestimmten Grad genossen haben. Pfui, ich meine, oh ja, grrr. Zu töten, Mord. So bin ich halt. Okay, jetzt müssen wir dann weiter zur Ratte oder zu den anderen Ratten. Wobei, ich kann den ja, glaube ich, nochmal ansprechen. Ne? Der hat das so ein Zeichen. Können wir dann gleich nochmal gucken. Mensch, da sind sie ja. Ausgezeichnet. Das Kraftserum ist fertig und nun testen wir es. Ja, richtig. Das macht irgendwie Sinn. Sie wollen sicherstellen, dass es sicher ist, so dass sie es zunächst an einigen Labor, oh, ich meine, testen möchten. Macht nichts. Also, was tun sie? Nun, Mensch, es ist wohl offensichtlich, dass wir es an dummen Kreaturen, die keinen Schmerz empfinden und keine eigene Persönlichkeit besitzen, ausprobieren müssen. Und weil Menschen panisch reagieren, verwenden wir stattdessen Trolle. Also, jetzt haben wir einen Troll, der randvoll abgefüllt mit unserem Schneeleopardenserum ist, und er ist so kräftig, dass wir nicht mehr seiner Herr werden. Wir brauchen ihn lebendig, aber können Sie in Ihre Rüstung steigen und ihn zur Vernunft bringen? Okay, denn Sie wissen bereits, ich bin ja total gnadenlos und hart. Also ich denke, dass ich diesen armen Troll erschlagen werde. Oder? Ups, ich habe meine Meinung geändert. Auf Wiedersehen. Soll ich jetzt wirklich diesen armen Troll töten? Oder soll ich mich lieber auf Also zurückziehen und mich da raushalten. Ja, als ob. Jetzt bin ich in der Arena. Ja, genau. Und ich muss ihn ganz allein töten. Ich kann nicht mal abhauen. Aber er ist nicht. Ja, doch, er ist schon schnell. Aber ich mache ihm zumindest ein bisschen Schaden. Ich warte einfach, bis sich die 2 immer wieder auflädt, also die zweite Attacke. Und dann kann ich ihn damit besiegen. Währenddessen hat er ein bisschen Feuerschaden. Ach, jetzt könnte ich, glaube ich, die A1 nehmen. Jetzt war ich zu langsam. Auf jeden Fall ist er sehr schnell. Und schon stark. Was wohl passiert, wenn wir den Kampf verlieren? Wäre auch interessant eigentlich zu sehen. Okay, jetzt ist gleich wieder aufgeladen. Vielleicht kann ich es mit der 1 mal probieren. Ach, da kommt er. Oh, okay, hat noch funktioniert der Angriff.
dachte jetzt eigentlich, die Ratten schauen mir so dabei zu, aber denen ist es ganz egal. Okay, jetzt ist er schon fast down. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ihn töten, wenn wir gewinnen. Oder ob er dann nur quasi bewusstlos geschlagen wurde, in Anführungsstrichen. Ah, okay. Ausgezeichnet. Auch wenn sie unseren Testroll zerstört haben, haben wir eine Menge wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Beobachtung des Schlachtfelds gewinnen können. Und mir ist selbstverständlich klar, dass sie es genossen haben, ihn umherzuschlagen. Oh ja, ich kann einfach nicht genug davon bekommen, andere Wesen zu verletzen. Klingt danach, als hätten sie kein Herzmensch. Macht nichts, ich muss mir die Dinge nur vorstellen können. Sie haben viel bei den Ratten, bei meinen Untertanen erreicht. Gut gemacht. Ja, danke auch. Ich denke, ich mache mich auf den Weg, um etwas anderes Schreckliches zu tun. Okay, dann haben wir den Troll jetzt wohl doch getötet, leider. Und ja, das war natürlich auch nicht der Rattenanführer. Oh, was ist denn das da links? Es schaut immer so cool aus, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Können wir die Falle abbauen? Oh, tatsächlich. Supi. Ja, und das hier ist die Arena, wo wir gerade noch gekämpft haben. Okay, man kann sie auch nicht zerstören. Schade. Hier sind keine Gefangenen drin. Da auch nicht. Dann müssen wir zur nächsten Ratte. Oh, jetzt verfolgen die mich schon wieder. Ja, dann mache ich euch mal kurz platt. So. Jetzt sind wir noch mal kurz im Lager. Wir müssen eh weiter. Oh, jetzt verfolgt mich so ein blöder Vogel. Kann ich hier... Ach cool, ich kann die Sachen hier auch noch mitnehmen. Und das anscheinend öfters. Einfach mal beide schnell töten. Hey, super. Kann ich hier echt öfters plündern. Okay, das war's jetzt auch wieder. Mal schnell alles mitnehmen. Eine Militärkiste. Müll. Da ist wieder auf dem Berg so ein komisches Ding. Dann wechseln wir nochmal kurz den Golem. Weil es gerade regnet. Ich kann da nichts machen, ne? Vielleicht kommt es noch. Hier noch was zu holen? Ein Gepäckwagen. Aber krass, wie die Ratte erzählt hat, dass sie eigentlich einen Menschen nehmen wollte, aber es hat nicht so hingehauen. Ganz cool einfach. Etwas, was kein Schmerzempfinden hat. Als ob wir Menschen halt so wären. Und dann hat er aber lieber einen Troll genommen. Den wir ganz dezent zerstört haben. Einerseits will man es ja nicht machen, andererseits denkt man sich dann, hä, du musst den Ratten ja gefallen, damit der Plan aufgeht. Huch. Aber naja. Gut, jetzt ist es eh schon zu spät. Oh, okay. Regale voller irgendwas, was wir nicht nehmen können. Und da kommen wir so nicht durch. Dann muss ich
Kommen wir da durch? Nee. Okay, da muss ich nochmal zum Mensch werden. Dann können wir mit ihm sprechen. Ah, da ist noch eine Truhe. So, jetzt sprechen wir mit dem Müllhändler. Ah, Sie müssen der Mensch sein, von dem Skre, der Wächter, sagte, dass er uns helfen würde. Vielleicht bin ich es ja. Was hast du bekommen? Oder Skre behauptet, dass er der Anführer sei. Oder? Nö, ich kann damit nicht umgehen. Bis bald. Behauptet er, dass er der Anführer sei? Was für ein Witz! Er ist nur ein Wächter, der gerne groß daherredet. Die Wahrheit ist, dass ich der eigentliche Anführer bin. Ja, ich hänge hier nur so rum und verkaufe Schrott in einem Trödelladen. Ich halte meine Augen auf, um das Kommen und Gehen dieser anderen Ratten zu beobachten. Ja, ist okay, wie auch immer Sie meinen. Nun, wir vermissen eine Ratte. Skrak, der Unzuverlässige. Ich habe ihn noch nie gemocht. Er ist ein hinterhältiger Lügner. Das ist schlimmer als eine Ratte. Er schuldet mir jedoch 4 Samen und er ließ sich meinen Fell kammen. Und ich gehe davon aus, dass er einen Schatz gefunden hat. Finden Sie ihn also für mich? Schmälert die Augen? Was ist für mich denn drin? Oder, alles klar, ich bin dabei, wohin geht es? Oder, macht nichts, ich schaff das einfach nicht. Auf Wiedersehen. Werden Sie mich das jedes Mal fragen? Sie erweisen sich selbst den Ratten gegenüber. Wir sind die stärkste Gruppe im Wald. Mit unserer Hilfe werden sie unbesiegbar sein. Das ist es, um was es für sie geht. Meine Güte, sei's drum. Ich mag deine Einstellung. Lassen Sie mich einmal Ihre Karte sehen. Hier ist es, wo er zuletzt gesehen wurde. Es ist eine alte, verlassene Militärbasis von vor langer Zeit und weit entfernt. Vielleicht waren es Ihre Leute, die sie entwickelt haben. Wenn ja, gibt es für Sie eine Menge guter Sachen zu stehlen. Finden Sie ihn, lebendig oder tot. Es spielt keine Rolle. Zuckt, spuckt auf den Boden. Klar, warum nicht? Oder, alles klar. Oder, ich habe meine Meinung geändert. Das ist mir viel zu stressig. Auf Wiedersehen. Natürlich werden wir versuchen, die Ratte lebendig zu finden, ist ja klar, ne? Weil wir möchten nicht noch mehr Lebewesen töten müssen, wenn es sich vermeiden lässt. So, okay, wir haben hier noch ein paar Militärkisten, die werden wir auch noch plündern. Ich weiß zwar nicht, ob ich die Mine jemals verwenden werde, aber man weiß es ja nicht. Was noch alles in dem Spiel kommt. Wir sind ja noch erst im Anfang drin und wir wissen ja noch nicht, was für Gegner noch alles auf uns lauern werden. Auf jeden Fall müssen wir auf einen anderen Planeten, glaube ich, reisen. Weil der blaue Strich, der uns so ein bisschen den Weg weist, führt uns, glaube ich, wieder zur Richtung Lager von uns. Aber natürlich nehmen wir hier auch nochmal alles mit. Da ist auch ein Flugzeug abgestürzt. Auf jeden Fall ist es so, dass hier Menschen waren oder beziehungsweise mal gelebt haben. Keine Ahnung. Zumindest sind hier immer wieder Gebäude, Gegenstände von den Menschen, die eben hier waren oder wie auch immer diese Teile hierher kamen. Das wissen wir ja auch noch nicht so ganz. Auch wie wir hierher kamen, das wissen wir ja auch nicht.
Aber hier sind einige Flugzeuge gelandet, weil auch links liegt ein großer Propeller eines Flugzeuges. Ja. Schon einige Sachen. Mal mehr, mal weniger, was man so finden kann. So, genau, hier sind wir wieder bei der Base und da liegen noch irgendwelche Überreste von Spinnen. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Weil, wenn das schon so da liegt, ne? Dann nehmen wir das auch. Und ja, jetzt schaue ich nochmal. Das ist nichts Interessantes. Das ist die Frage, wo wir hin müssen. Weil das hat er uns jetzt nicht wirklich eingezeichnet. Oder doch? Ich weiß es jetzt so gar nicht. Okay, wir gucken mal. Hier war es ja zumindest nicht. Hier haben wir auch schon fast alles gesehen. Können wir hier was upgraden? Nee, noch nicht. Erst müssen wir diese Aufgaben noch erledigen. Da werde ich dann gucken, dass ich das fernab der Aufnahmen so weit hinbekomme, dass wir alles ja, freigeschaltet haben. Und hier, ach hier, sollen wir Hörner für unseren Kollegen finden. Drock. Das könnten wir machen. Diese Hörner sind ja von den Tieren, die hier sind, glaube ich. Ja, und sonst sind es nur die Aufgaben, die jetzt noch offen sind. Also die jetzt gerade laufen. Genau, das ist das vom Vermissten. Okay. Ich würde sagen, wir schnappen uns noch zwei, glaube ich, waren es, ne? Von diesen, ja, was sind das? Büffel? Ähnlichen Geschöpfen. Die locken wir jetzt hier wieder an. Yeah, und jetzt können wir die nach und nach nämlich erledigen. Yeah. Damit unser lieber Drock auch glaubt, dass wir auch große Jäger sind, brauchen wir nämlich die Hörner. 5 haben wir schon, 7 brauchen wir insgesamt. Das heißt, den erledigen wir und dann suchen wir uns noch einen und dann haben wir es. So. Da hat er uns einmal gut erwischt. Wenn ich da oben auf unser Leben gucke. Okay, aber wir haben ihn. Jetzt brauchen wir noch einen. Da vorne sind noch welche, sehr gut. Schauen, ob ich den erwische, wenn ich einen Stein werfe. Noch ein bisschen. Ja, das war wieder super schlau. Okay, jetzt habe ich ihn so schon wütend gemacht. Oh, jetzt wollen gleich beide auf mich los. Wow. Ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig anzukommen. Okay, vielleicht töte ich beide, weil wenn die schon da sind, mal gucken. Oder auch doch nur den einen. Ach nee, er kommt wieder, okay. Gekonnt ausgewichen. Weil wenn die so schnell auf mich zurennen, dann können die mich richtig umhauen. So. Das ist natürlich sehr schön, dass der schlafen will und ich hau ihn einfach mal mein Messer in den Rücken rein. Okay, dann töten wir den einen jetzt auch noch, obwohl wir ihn nicht mehr bräuchten. Jäger im Horn, aber ist ja egal, jetzt sind wir schon dabei, ne? Jetzt hat er uns erwischt. Noch ein bisschen herlocken. Das braucht auch so lang. Ach so, Hallo, ich hätte gern meinen Stein. Bringt es was? Oh nee, es war ein richtiger Fail. Und ich bin vor allem nicht so schnell. Das heißt, er erwischt mich jetzt ein paar Mal.
Ja, richtig gut. Das ist schon mal kein Golem. Oder Goliath, mit dem ich gegen die Viecher kämpfen kann. Und da liegt auch noch Haut, also Häute. Von dem ersten Tier, was wir vorher getötet haben. So. Oh, und unsere Waffe ist nahezu zerstört. Mal gucken, ob wir dann nicht nochmal eine neue haben. 14% haben wir nur noch. Na. So, jetzt kann man nochmal schön angreifen. So, ah, fast. Jetzt haben wir ihn. Okay, und erstmal alles einsammeln, was hier so rumliegt. Was will das noch mitnehmen? Das ist noch Holz. Okay, wobei ich glaube, ja okay, wir haben jetzt 7 Hörner. Ihr seht leider erst in der nächsten Folge, was unser Drock denn da zu sagen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann tut es mir gleich. Bildschirm außen, ab ins Bett. Gruß, eure Schlaflos. Tschüss.